Das ist die Weko. Und da sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten es die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg. Oh ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht 6 Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? 007, James Bond. Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee, einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, ja, er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig widerliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, Miss Moneypenny. Also, weiß John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat? Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wäre dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rub al-Khadi-Wüste. Genau hier. Ja. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt? Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlowe danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry, was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich meine, Drake wusste nur die eine Hälfte und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Marlowe weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rub al-Khadi-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außenrum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie jetzt finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht Zabäisch aus. Das ist Zabäisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur 2 mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr 2 geht nach Syrien, wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat, ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's. Bin dabei. Der gefällt mir auch nicht. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen? Ja, man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Ein Baum. Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Vor allem rückwärts geht auch. Du musst rückwärts fahren, kannst du nicht wenden. Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch einen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Nur los. Ja. Ist nicht weit? Bei dir weiß man nie, was das heißt. 1 Meile oder 20. Wir verlaufen uns noch wie in Peru. Du willst jetzt über Peru reden? Wirfst du mir das etwa immer noch vor? Ich war 15, Sully. Als ich die traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Ja, das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Und außerdem habe ich dich rausgeholt. So
So jedes Mal. Schön sieht's aus, oder? Ja. Ja, ist, hier kann man's aushalten. Komm hier durch. Da ist er. Wie Lawrence Notizen. Vertrau mir doch einfach, Sully. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass heutzutage wirklich noch, diese Schlucht war vorhin aber nicht auf der Karte. Scheint ganz neu zu sein. Okay. Komm, wir finden einen anderen Weg. In sehr stark kartografierten Gebieten, also im Dschungel und so weiter, wo die Besiedlung und, ne? Aber Frankreich? Da und auch im Osten? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Na, zu Fuß. Mit Flugzeug. Hey, ist das eine Panflöte? Das ist auch möglich, ne? Na, im Osten Frankreichs. Mit dem Kamel. Ist doch was langgeschurrt. Hier lang. Vorsichtig. Ich weiß nicht, Junge. Sicher, dass wir hier richtig sind? Das ist nicht alt genug für ein Kreuzritterschloss. Sieht nach Renaissance aus. Hast du etwa wieder in meinen Büchern gelesen, Sully? Laut Lawrence wurde das ursprüngliche Schloss im 11. Jahrhundert gebaut. Der Rest kam dann später hinzu. Huch! Och, Kamera, bleib doch mal einfach da, wo ich dich haben will. So. Er kannte sich aus. Was für Dinge wusste er? So Zeug. Oh, das mal gut geht. Sully, du kommst nach, ne? Komm, worauf wartest du? Ich habe ihn für dich gelockert. Ja, das ist das Problem. Bin gespannt, wie viele Autos hier zurückbleiben werden. New York, New York. Hey, Sully, dein nächstes Auto. Oh, Mann. Ein 1927er Orban. Okay. Jetzt wird's... Ja, und das, Herr Zauberer? Na, Kunst. Ziemlich kitschig. Der Ritter, dem das Schloss gehörte, Lord Godfrey, kam im 12. Jahrhundert von den Kreuzzügen. Nach Lawrence' Aufzeichnung ist vom Schloss nur der Burgfried und der Garten übrig. Wenn Godfrey etwas aus Arabien mitgebracht hat, müssten wir es hier finden. Versuch die Tür. Geht nicht auf. So kommen wir da nicht rein. Ich kann bestimmt durch das Loch klettern. Da werde ich. Das ist ein graduell Boss. Du bleibst hier und rauchst noch eine. Ja. Okay, fackel das Schloss nicht ab. Kann man eine Menge von ihm lernen, ja? Was ist mit dem Fenster über dir? Ich will mich nicht verletzen. Okay, gut gemacht, Junge. Bin gleich zurück. Ich warte hier. Huch, was war jetzt los? Mal Fenster auf. Ach, guck mal, ist das der Singer?
aber jetzt nicht so alt aus, ne? Oh, guck mal, gesponnen hat hier Joch jemand, ist ja schön. Ernst gemeinte Frage, hat jemand von euch noch die Möglichkeit mal gehabt, irgendwo zu spinnen? Also, Wolle. Ich hatte es noch, bei meiner Oma. Hab's sogar gemacht, 2-3 Mal. War mir aber dann zu komisch, die Schafswolle stank dann immer so komisch. Und die Socken waren immer so kratzig. Ey, cool. Verdammt! Das tut weh. Hier oben! Hier ist eine Kette! Okay, zurück! Ich schieß das Schloss auf! Pass auf, dass du nichts anderes kaputt schießt! Ich sagte Schloss! Ja, das Schloss hier. Ah, war schon cool, aber wie gesagt, die Wolle, die Schafswolle, weil hat es ja, glaube ich, die hatte ich, glaube ich, nicht gezeigt. Machen wir vielleicht irgendwann mal den Exkurs. Meine Großeltern stiefväterlicherseits, ne, also die sind ja beide schon leider verstorben. Die hatten zu DDR-Zeiten, waren sie, bevor ich aufschließe, ne, waren sie, hatten sie von der LPG eben halt einen Bauernhof mit Schweinen und Schafen und weiß ja geil was an Tieren, ne, zur Bestellung. Und die sind ja dann nach der Wende, ist ja der ehemalige Enteignete dann hat sich dann gemeldet und hat ja dann nachher das Grundstück wieder zurückgefordert und meine Großeltern mussten weg. Die hätten sonst dort wohnen können und noch Ewigkeiten. Und sind ja dann in das Haus eingezogen, ne? Und das, was ich jetzt in meinen eigenen nennen darf. Und da gab es ihnen halt Schafe und ich habe auch gesehen, wie sie geschoren wurden. Nicht ja elektrisch, noch richtig mit dieser großen, rostigen Schere manchmal. Und deswegen, wenn angefangen wurde, die halt zu spinnen, ne, die stank so eklig. Aber ich glaube, ich war auch ähnlich von dem Alter, 10, 11 Jahre. Bei Flachs ist es nicht so schlimm. Das ist auch nicht so schleimig, habe ich das Gefühl. Ja, ich weiß, Tipp. Öffnen Sie das Fenster, ne? Ja, das ist da unten. Ich schieße mal auf das Ding. So. Warum auch immer das Fenster von innen zugeschlossen wurde. Alles klar? Okay. Wir müssen durch das Chateau zu den Gärten kommen. Dort finden wir den Burgfried. Oh Mann, schau dir das an. Krieg ich nicht auf, dieser Balken ist im Weg. Ja, wir brauchen was zum Hebeln. Schaffst du es bis oben? Ich versuch's. Also, das Haus sieht hier schick aus, ja. Es scheint auch gar nicht mal so elendig lange her zu sein, als es benutzt wurde. Frag mich bloß, wo ich hin muss. Heb mal mit an. Ach da, okay. Entschuldigung, ich komme. Was erreichen? Pass auf da oben. Hier ist alles marsch. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Aus, als hing die Kronleuchte an einem Flaschenzug. Ja, so holt man sie runter zum Saubermachen. Hey, da ist so eine Art Mechanismus. Ja, das glaube ich auch. Ich habe eine Idee. Definitiv, auf der Naht. Das Ding fällt gleich von der Decke. Quatsch. Ha, sind wir aber wie ein Magnet hingezogen worden gerade eben.
Gut, los geht's. Oh, stimmt. Hab's. Da. Innen. Die Frage ist, wo? Alter, das ist riesig. Ist das eine Popcornmaschine? Die Heizkosten. Heiße okay, suchen wir einen Weg zu dem Turm. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter, heiße Butter, heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter, heiße Butter, heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Hallo? Heiße Butter, heiße Butter, heiße Butter ins Gesicht. Was singst du da für ein Quatsch? Na, Popcorn. Hier ist ein Heizkörper. Ein Radiator. Okay. Dann sind wir schon doch 1900... Ich glaube 30, 40. Hey Nate. Der Turm da. Sieht alt aus. Ja, es ist der aus Lawrence' Notizbuch. Muss er sein? Gut. Danke. Ich gehe hier durchs Fenster. Aber selbst Gemälde scheinen noch nicht verwittert zu sein. Dasselbe Bild zweimal gemalt. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja? Ja. Na komm. Okay, wir kommen nicht mehr zurück. Danke. Hey, Nate, ist das nicht dasselbe Symbol wie auf dem Turm? Mhm. Ja, das bedeutet was, oder? Vielleicht ein Geheimweg. In einem Kamin? Etwas zu einfach, meinst du nicht? Ja, zu einfach. Irgendwas stimmt mit diesen Ritterrüstungen nicht. Kommen Sie mal. Versuche ich doch gerade rauszufinden. Ein Foto, damit wir nicht ständig mal reingucken müssen. Ich glaube, zu den einzelnen Waffen
Ach nein. Das zeigt uns an, welche Figur zu welcher Figur. Man kann die Statuen wohl drehen. Ja, doch, Mensch. So, das zeigt uns an, welche Figur sich zu welcher anderen Figur orientiert und anguckt. Moment. Wir haben jetzt die Schildfigur. Die Schildfigur guckt auf die Hellebarde. Und die Hellebarde ist da drüben. Das heißt, wir drehen die jetzt. Sockel drehen sich. Ach. Interessant. Was darüber? Mal so. Sehen. Ich hab doch schon geguckt. Ich weiß es doch. So. Die Hellebarde, die guckt zum Schild. So. Ach ja. Ein geheimer Weg. Okay. Lagst richtig, Sally. Scheint zu klemmen. Na dann mal los. Ja, ich kann das Tagebuch öffnen. Mach wieder zu. So. Ach, na ja. Ich spiele ja auch auf einfach. Also normal. Nee, einfach. Okay. Ich drücke, du ziehst. Auf drei, klar? Was? Eins, zwei ziehen oder mach eins, das zwei, auf, drei bitte. Ziehen? Zieh einfach. Alter, mach zu. Nate! Hey, bist du okay? Ja. Ich überlebe. Oh, nicht spinnen. Wie soll ich da wieder hochkommen? Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Vorsichtig da unten. Okay. Namen Devilina. Ich hoffe, es gibt eine andere Seite. Es gibt immer eine andere Seite. Ich mag das Geräusch nicht. Aber ich mag den Schatz. Eine Bräuche. Was ist das für ein Geräusch? Es sind Spinnen, Mann. Das sieht man doch. Also wer Spinnen nicht leiden kann oder Angst vor Spinnen hat im Allgemeinen, der freundliche, dezente hier Hinweis. Überspringen. Nicht gucken. Gar nicht. Oh. Vor allem so riesig. Down. Ja, auf dem Abend ist es doch ein bisschen frischer. Tagsüber ging es eigentlich noch. Hier ein Licht. Ein gutes Zeichen. Warum muss das immer so tief sein? So abgrundtief. Genau, tagsüber waren es 25. Kuschelig warm. Ein Weg raus. Okay, hier kann ich doch hochklettern. Kinderspiel. Nö, warum sind die schon wieder da? Mist. Sie sind hier irgendwo. Los, finde sie! Ich muss Sally warnen. Ich hab keine Ahnung.
Och, nö. Ey, ich hab die nicht einmal getroffen. Schüttel die Seiten immer. Aua. Diesen Schulterwechsel abschalten. Ich drücke in den rechten Controller-Stick rein und er fängt dann an. So. Danke. Okay, er wechselt jetzt wieder. Sehr gut. Ist ja schlimm, ist das. Schlimm ist, wenn er dann den Schulterwechsel macht, verliert er nämlich sein Ziel. Keine Ahnung, wo ich die hinschießen, aber okay, ja. Zwei sind noch. Dahin. Hier hin. Oh Mann, sie haben eine kleine Armee mitgebracht. So, wer? Oh. Da hat jemand was geworfen gerade eben. Ich weiß nicht, ob das für ihn Vorwarnung genug ist. Es ist aus. Es ist aus. Aus, aus, nicht. Ah, danke für das Geschenk, Jungs. L2 ist da. L2 ist da. Oh. L2? Konnte ich nicht irgendwie zielen? So nicht. So nicht. Ah, gedrückt halten war das. Nicht Brosche, das ist ein Ring. Hm.
Sehr nützlich. Der ist durchs Geröll gefallen. Hey, hier durch. Da kommt keiner mehr rein. Irgendwer ballert hier. Zu spät. Danke fürs Kommen. Schein. Eine verdammte Armee mitgebracht. Ja, der Bus ist wohl gerade angekommen. Oh. Wo kommt ihr denn jetzt auf immer her? Das ist der einzige Weg. Ich glaube, jemand hat gesungen. Das ist der einzige Weg. Fall doch um. Das Turm ist da vorne. Wir müssen hinein. Okay. Hat er sich selber in die Luft gesprengt? Versteckt er sich hier unten? Ach, hier sind sie durchgekommen. Ja. Die. Warum holen wir nicht? Hier geht's hoch. Na los, Sully, hilf mir mit dieser Tür. Bada da,
So. Okay. Und wohin jetzt? Ich weiß es nicht. Versuch's doch mal unten. Erst hoch, dann runter. Ich geh runter. Hey. Oh. Wer das an? Der ist auch schon länger tot. Was zum Teufel? Der gehört zu Talbot. Gehört er? Das ist unmöglich, die kamen gerade erst. Ja, aber was ist mit ihm geschehen? Ich weiß es nicht, aber das gefällt mir verdammt nochmal gar nicht. Bestimmt die Spinnen, die wir gesehen haben. Die Spinnen. Hey, da, die Platten. Ist da beige? Ja, das bedeutet aber nichts. Das ist nur Blödsinn. Steht dazu was in den Notizen? Ja, glaub schon. Die Symbole haben eine Reihenfolge. Ein Muster, dem man folgen muss. Vom Mond aus... Die Platte hier ist anders als die anderen. Das ist wohl eine Markierung. Hey, die Platten geben nach, wenn man drauf tritt. Ich bleib hier, damit ich nicht aus Versehen auf irgendwas trete. Gute Idee. Vielleicht musst du sie in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Down. Das ist ein Pfeil zwischen dem 1, 2, 3. Es gibt eine Reihenfolge, Nate. Wenn du nämlich auf die richtigen Platten trittst, passiert etwas. So, laut der Zeichnung. Das waren vier dieser U's und da ist der Pfeil. Hier, könnt ihr nochmal gucken. Da ist der Pfeil dazwischen. Keine Ahnung, ob das bedeutet, man muss da rein. Dann ist das nächste 3x. Man muss auf das zweite X, hätte ich jetzt gesagt. Dann auf das dritte, keine Ahnung. Ja.
So, Problem ist nur, wir haben von hier kein X, es sei denn. Toll. Hier von den Dings. Bei 4. Okay, gut. Und 3. Ergibt sich ein Weg. Einfach aufsprengen die Tür hier.